Liebe Leute, willkommen live auf Twitch mit euch und mit mir, nachher auch auf YouTube und ohne Matze mal nix. Matze lässt sich entschuldigen heute bei dieser neuen Video-Mini-Reihe eingebettet in unser langes Let's Play nicht dabei. Live auf Twitch aufgezeichnet für die YouTube-Leute, heute nicht dabei. Matze mal nix hat ein technisches Problem, deshalb nicht dabei. Muss ich alleine durch. Falls irgendjemand von euch glaubt, WB schafft das nicht, Achtung, wir werden alle untergehen, meldet euch gerne, auch gerne namentlich, kommt gerne herbei. Lasst euch die Waffen abnehmen und ich führe euch mal dann zu den Zombies hin, die wir kürzlich gefangen haben und die auf frisches Brains-Futter warten. Meinungsfreiheit, sehr gerne. Kommt gerne vorbei. Schreibt gerne in die Kommentare auf YouTube oder hier auf Twitch rein, wie pessimistisch ihr seid. Die Zombies sind hungrig. Gar kein Problem. Meinungsfreiheit wird hier ganz, ganz groß geschrieben. Ihr werdet auch ganz frei von Meinung sein, sobald eure meinungstragenden Gehirne weggefressen sind. Das war aber keine Drohung. Das war einfach nur eine Ankündigung. So, wir gehen gleich mal eine Runde weiter. Das Safe Game ist leicht überarbeitet, aber nur leicht. Weil ich es mal zu mal nichts gegeben hat. Der hat Pins platziert. Der hat zum Beispiel hier einen Pin platziert. Guck mal hier, Freiheitsstatue. Da sollte eigentlich das Arsenal von Venedig hin. Jetzt Freiheitsstatue, falls wir auf einen Diplomatie-Sieg gehen. Wir können auch sagen Freiheitsstatue oder Arsenal. Freiheitsstatue bringt 4. Hoppla. Am länger geht gar nicht. Länger geht gar nicht. Das Arsenal von Venedig würde alle unsere Schiffe, die wir bauen, verdoppeln. Jedes neue, das entsteht. Und die Freiheitsstatue bringt halt 4 Siegpunkte. 4 Diplomatie-Siegpunkte. Mal gucken, auf welche Siegvariante wir gehen. Wenn wir uns sicher sind, dass wir auf den Diplomatie-Sieg gehen wollen, bauen wir die. Es gibt 3 Welthunder, die Diplomatie-Siegpunkte bringen. Die Freiheitsstatue, die bringen deren 4. Dann eines, das wir nicht mehr bauen können, das ist der am Bottom mit der Mahabodhi-Tempel, der bringt deren 2. Geht nur, wenn man eine Religion gegründet ist. Haben wir nicht. Und das dritte ist der Protala-Palast, der bringt allerdings nur 1 Diplomatie-Siegpunkt. Hat dafür noch andere Vorteile, gibt glaube ich eine Joker oder eine Politikkarte, ich muss mal nachgucken. Wir suchen ihn mal, wir gucken aber kurz nach, ob die KI schon irgendwo einen platziert hat. Gibt einen Diplomatie-Politikplatz und einen Diplomatie-Siegpunkt. Und da hatte mal zu Manix uns einen Pin eingesetzt in der Nähe von Victoria's Secret. Das ist die Stadt hier in der Mitte. Hier. Ist der schon baubar? Mal gucken. Noch nicht baubar. Dafür müssen wir erforschen. Ja, Druck. Druck erforschen und das hier freischalten. Verbotene Stadt. Nee, wo ist der Protala-Palast? Das ist die verbotene Stadt. Mal wieder verwechselt. Ist er das hier? Wo ist denn der Protala-Palast? Astronomie. Hier, da ist er. 8 Runden, das ist noch ein Stück. Ich würde lieber Richtung Kartografie gehen, denn dann können wir die Naus bauen, unser Spezialkarawellen, Spezialeinheit, was bei uns, das Schiff, das bei uns die Karawelle ersetzt. Damit können wir 2x Fetorias setzen in fremden Häfenstädten, mit denen wir Handelsrouten haben. Und das ist extrem cool. Die können nicht geplündert werden und geben uns fette Beute, die Fetorias. Die geben uns Gold und Produktion für jede Handelsroute, die wir da hinschicken. Das sollte man dann schon machen. Das wäre eine coole Geschichte. Und das geht auch schnell. Das geht über die Stützpfeiler und die Kartografie fix. Im Augenblick haben wir eingezeichnet in Steigbügel, dann geben Weiden mehr. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, ich weiß nicht, wie viele Weiden wir haben. Wir ziehen das mit der Weide mal durch, aber dann gehen wir hier in die Richtung. Das geht ganz, ganz fix. Und der Protala-Palast mit der Astronomie. Ich finde die Vorstellung, eine Diplomatiekarte mehr zu haben, okay, ein Diplomatieplatz, aber wegen des einen Diplomatie-Siegpunktes würde ich mich da nicht unbedingt jetzt reinstürzen, das zu bauen. Wie gesagt, die Freiheitsstatue gibt deren 4. Das Ganze ist auch nur dann wichtig, wenn wir tatsächlich den Diplomatie-Sieg anstreben. Insofern bin ich mir nicht so sicher, ob wir das machen. Ob
Chat wird gerade gefragt. Es gibt zu allen Streams, die wir machen, immer auch Aufzeichnungen auf YouTube. Alles, was als Stream läuft, landet auch. Es gibt keine Minute Gameplay, wird verschwendet. Alles landet auch auf YouTube. Alles. Absolut alles. Hier gibt es ja halt nur ein bisschen früher, weil ich hier aufzeichne, weil mir das sehr viel Spaß macht auch. Genau. Deshalb würde ich das hier auch erstmal lassen, würde die Forschung so weiterlaufen lassen. Ich würde aber was anderes machen. Wir haben 391 Gold. Wir generieren 460 pro Runde. Ich würde gerne in der nächsten Runde hingehen und für eine Runde dafür Geld ausgeben und uns erkaufen, dass wir nochmal die Politikkarten wechseln, dass wir reinnehmen eine Karte, mit der man die Militäreinheiten nicht nur um 50% weniger Gold verbessern kann, sondern um 50% weniger strategische Ressourcen. Die würden wir dann für eine Runde hier oben reinstecken. Und dann würde ich das nutzen, um unsere Krieger zu Schwertkämpfern abzugraden. Eisen kommt gerade rein. Der Schritt zu den Musketieren ist auch nicht mehr weit weg. Der ist hier. Aber abwarten möchte ich nicht. Wir brauchen dringend hier oben. Da entstehen immer neue Zombies, eine Verstärkung. Wir haben im Augenblick 31 Eisen. Nächste Runde haben wir 35. Das heißt, 15 Eisen brauchen wir. Dann können wir 5 mal 10... 5 Krieger verbessern zu Schwertkämpfern. Und das Eisenkommer, und das ist auch nicht teuer. Goldmäßig, wir haben jetzt schon die Goldsparkarte rein, kostet das 55 mal 5 Gold. Das ist kein Problem. Und ich würde gerne jetzt schon das Eisen erhandeln. Und das hatten wir auch Ende des letzten Streams mal geguckt, wo das billig geht. Es ist nicht wirklich billig, aber man kann es bei Peter machen. Da kostet es 7 Gold pro Eisen. Wir gucken mal, wie viel uns Peter hier abnimmt. Nur 6, dann machen wir das bei ihm. Das heißt, wir brauchen 15 Stück. Was? 4 Gold 30 Runden lang und 34 einmalig, das machen wir. Tabak ist im Angebot, Tabak haben wir allerdings schon. Als Ressource bekommen wir von ihm, Vertrag läuft in 6 Runden ab. Viele Leute kommen gerade rein. Seid mir nicht sauer, wenn ich nicht immer auf alle Fragen eingehe. Das hat auch deshalb zu tun, weil teilweise Leute jetzt gerade die ganze Zeit reinkommen und wenige Minuten vorher habe ich dann deren Fragen schon beantwortet, weil die schon mehrfach gestellt worden sind. Deshalb bitte nicht enttäuscht sein. Es hat manchmal Gründe, dass ich nicht sofort irgendwas beantworte, weil es halt vorher schon mal gesagt oder erklärt worden ist oder in einem Augenblick, wo man selber mal abgelenkt war, weil man was geschrieben hat und nicht hingeguckt hat, dann wurde das gerade gesagt oder so. Danke an Schmack fürs Abo, liebe Grüße an dich und danke. Und danke an Ab geht die Post, 4. Abo, danke dir. Ab geht die Post, Schmack, danke. Jetzt haben wir 46 Eisen, nächste Runde 5, Rest bleibt wie es ist. Das mit den Diplomatie-Siegpunkten und den Weltwundern hatte ich erklärt. Wir müssen im Auge behalten die Hilfsanforderungen, da können wir uns 2 Diplomatie-Punkte holen. Mit dem Geld kein Problem, da haben wir noch 14 Runden Zeit, uns das zu erledigen. Und der Rest bleibt erstmal, eine Runde weiter. Und einen Händler brauchen wir noch, der ist im Bau in Lissabon. Eine Naturkatastrophe und leider. Hat Vor- und Nachteile, ne? 3 Geländefelder beschädigt ist doof. Immerhin haben wir viele Handwerker gerade. 2 Geländefelder gedüngt. Das ist kein so gutes Verhältnis. Alhambra fertig. Wir können einen weiteren Handelsweg erstellen. Eine Sondersitzung des Weltkongresses steht bevor. Und hier greifen wir Rebellen an. Die von Opango rüberkommen in 19 Runden, ist hier eine Rebellion. In 19 Runden. Und dann sollten wir die bekommen. Eben wurde uns beim zuletzt noch angezeigt, dass die gar nicht rebellieren würden. Das ist ein echter Fortschritt. Das ist sehr cool. So, und hier bauen wir jetzt. Monument geht fix. Mittelalterliche Mauern brauchen wir nicht unbedingt, weil wir kämpfen ja nur gegen Zombies. Die mittelalterlichen Mauern sind nicht aggressiver, also nicht in der Offensive, beim Feuer nicht stärker als die Stadtmauern. Die sind nur defensiv stärker. Das heißt, wenn jemand rankommt und wirklich eine fremde KI, eine Fraktion, die Stadtmauern runterbomben will, systematisch,
dann ist es natürlich gut, eher gut eine mittelalterliche Mauer zu haben als eine Stadtmauer. Die Zombies dagegen, die rücken nur einzeln hin. Und das ist halt doof, weil wenn die angreifen, hin und wieder, dann kann es sein, dass bei uns ein Bürger verliert und ein Zombie spawnt. Aber dafür brauchen wir keine mittelalterlichen Mauern. Das können wir eh nicht verhindern. Da reicht es. Es ist gut, überhaupt eine Stadtmauer zu haben, einfach. Aber die brauchen wir nicht. Das Monument, das bauen wir hier allerdings. Danke an Alexandruid. Liebe Grüße an dich. Danke fürs zweite Abo schon. Danke. Schlaraffenland, Stadtmauern steht. Hatte ich gerade schon erklärt, warum das wichtig ist. Nächster Schritt, Leuchttürme. Produktion geht relativ fix. Dann haben wir nochmal Handelswegkapazität. Kannte man auch kaufen. Aber mit 14 Produktion, wie teuer wäre der Kauf? 84 wäre eine Runde. Wir machen das jetzt erstmal mit dem Regierungskartenwechsel. Geben Geld aus. In einer Runde, genau. Geben einmal Geld aus dafür. Schmeißen die Karte raus. Nehmen das Gefolge rein. Ich schau mal, ob wir Gesandte doppelt haben. Ob wir noch einen Gesandten übrig haben, den wir irgendwo einsetzen wollen. Nein. Der nächste kommt doch erstmal nicht. Sonst hätte ich die Karte reingenommen, wo der erste Gesandte doppelt zählt. Den Rest lassen wir, glaube ich, so wie es ist. Das bleibt so. So, und jetzt gehen wir hier hin und verbessern unsere Einheiten. Einmal 55 Gold, 10 Eisen. Wir haben genau 50. Und Schwertkämpfer. Und Schwertkämpfer. Der ist nicht so fit, aber den können wir auch noch einmal Schwertkämpfer machen. Hier unten in Leeds machen wir das ebenfalls. Hier ist schon ein Schwertkämpfer. Salpeter hier drunter. Aha. Dann machen wir das ebenfalls. Jetzt können wir noch einmal einen Krieger irgendwo verbessern. Und machen das zentral. Mal hier vorne. So, jetzt haben wir alle einmal verbessert. Sehr schön. Jetzt wieder vorne in Victoria's Secret. Markt steht. Nächster Schritt. Händler. Jetzt überlegen wir uns mal. Wir haben 196 Gold. Wir können einen Händler kaufen oder bauen. Bauen dauert 5 Runden. Hier vorne wollten wir einen Unterhaltungskomplex hinsetzen. Da könnten wir dann das Geländefeld für kaufen. Die Wassermühle gibt uns 2 Nahrung und eine Produktion. Nahrung ist bei plus 9. Der Kauf hier vorne würde kosten 110. Da könnten wir beginnen, hier einen Unterhaltungsdistrikt zu bauen, der zentral viele versorgen würde. Dann machen wir das. Kaufen hier das Feld. Setzen hier den Unterhaltungskomplex hin. Neben das Handelszentrum. Und bauen gleich irgendwo noch einen Händler. Können wir hier feuern? Vielleicht von dem Hügel aus. Ist das hier ein Hügelfeld? Nein, wir können also jederzeit wieder rüberziehen. Der macht ein Nickerchen, der bleibt hier stehen.
wollte runterlaufen, hier unten rein und hier alles verbessern. Ich erinnere mich. Der war letztes Mal verbessert worden. Der kann von hier aus hier spawnt ja gerne. Ein neuer Händler. Wir sortieren nach Gold. Jerusalem wären 25 Gold. Haben wir einen Stadtstaat, bei dem wir eine Quest erfüllen würden? Nein. Haben wir eine bessere Handelsroute irgendwo? Verfügbare Wege. Eine, die mehr Gold bringt. Mal gucken. Nicht. Das 24, 21 Gold, 18. Das sind die verfügbaren Wege. Und mehr als die 24 hier unten. Das ist von Lissabon nach Jerusalem. Komisch, ne? Wird hier gar nicht aufgelistet. Ist nicht mit dabei. Machen wir das oder sagen wir, wir wollen unbedingt noch eine Straße ziehen? Das hatte man schon überlegt, aber die zogen alle doof. Kam aber Leeds neu. Wir können von Leeds aus eine Straße hochziehen vielleicht. Verzichten wir einmal auf einen Händler für irgendwas anderes und ziehen von Leeds aus eine Straße hoch. Lass uns das mal machen. Gucken wir mal, wie das hier läuft. Ob wir da eine vernünftige Straße gezogen bekommen. Hier entsteht der Campus. Soweit, so gut. Weit ist da. Hier ist eine Barrikade. Der hat noch zwei Aktionen. Hier unten muss viel repariert werden. Wir wollten noch mehr roden. Und hier entsteht ein Diplomatenviertel demnächst. Hier eine Wassermühle. Das Diplomatenviertel sollte da entstehen, genau. Da können wir da schon mal roden gehen mit ihm. Hier ziehen wir einmal runter. Hier reparieren. Hier roden. Zwei Aktionen. Der hier wollte hier ein Nestfest, sobald es geht, ein Schutzgebiet hinsetzen. Das können wir uns im Augenblick noch nicht leisten. Das ist mal eine Runde aus. Außerdem muss erst die Stadtmauer fertig gemacht werden. Genau, hier wollten wir die Eisenvorkommen dazu kaufen. Nächste Runde. Nächste Runde sind die von alleine da. Sehr schön. Und mit ihm hier können die Wartezeit bis zum Unterhaltungsdistrikt mit einer weiteren Mine verbringen oder hier einfach eine hinsetzen. Das gibt dann allerdings hier minus Attraktivität. Wir ziehen mal hier hin. Und bauen dann mal erstmal eine Mine, die wir nachher wieder entfernen. Drei Aktionen hier vorne. Kann ja eigentlich bleiben. Hier oben gibt es nicht so viel zu tun. Haben wir ein Zombie-Gruftproblem mit dem Wohnraum? Ein bisschen, ne? Wir haben eine. Was ist das hier? Das ist ein Sägewerk. Das gibt hier einen halben Wohnraumpunkt. Wenn wir hier noch die Wildressource anschließen mit dem Lager, dann haben wir gleich einen weiteren halben Wohnraum, einen weiteren kompletten Wohnraumpunkt hier oben. Schlaraffenhafen, der Handwerker hier, der wollte wahrscheinlich auch abwarten. Genau, nächste Runde macht er hier was. Mit ihm wollten wir unten scouten gehen. Einmal nach Taruga. Ausgeheilt. Jetzt gehen wir mal gucken, ob wir hier oben hochfahren können.
hier noch ein bisschen was aufzudecken. Hier eine Flussüberschwemmung, das wissen wir, Widmungsbonus ausgelöst, 55 aktuelle Punkte, noch ein langer Weg bis zum nächsten Zeitalter. Handelsweg, Kapazität erhöht, wir können einen Händler bauen irgendwo und Weltkongress steht bevor. Wollen wir irgendwo noch einen Händler einstellen, der uns im Augenblick wichtiger ist als irgendwas anderes? Oder kaufen wir den einfach? Den kaufen wir vielleicht nächste Runde einfach. Eine Runde weiter. Wir bekommen eine Botschaft von Peter, unserem guten Freund Peter. So, man möchte uns die Pferde abkaufen und uns will uns dafür Eisen geben. Wir haben, dann können wir gleich noch ein paar, die Karte haben wir noch drin. Da können wir noch ein paar weitere noch verbessern. Das machen wir. Cool. Können wir jetzt noch ein paar Krieger verbessern. Fusilini will Freund werden. Guter Hinweis von North Mom. Hier werden wir leider erbittert angegriffen. Eine Sondersitzung, mal gucken, worum es geht. Naturkatastrophe, Wilhelmina soll geholfen werden. Bin ich sehr für. Gibt uns die Möglichkeit, Diplomatie-Siegpunkte zu bekommen, wenn wir ihr helfen. Wir können gut mit Gold helfen, wir schwimmen im Gold. Hilft uns beim Diplomatie-Sieg sehr. Stimmen dafür ab. Und ich glaube, sie mag auch alle. Wir können mal gucken gehen, ob wirklich alle sie lieben oder ob irgendjemand gegen sie abstimmen wird. Da sollten wir eventuell noch mehr Gunst ausgeben, aber das sieht echt viel lieber aus hier, guck mal. Ganz entzückend hier. Wir geben 10 Gunst, lege ich noch einmal drauf sogar. Wahrscheinlich überflüssig, aber ich mach's mal. Ach, völlig überflüssig. Eben ging das mit fast allen Stimmen, glaube ich, durch. Das klappt auch so. Wir sind dafür. Ja. Zauberhaft. Sehr gut. Alle dafür. Wie gut ist, wer keine Gunste ausgegeben haben, eine weitere Möglichkeit, Diplomatie-Siegpunkte zu bekommen. Boden bat ich um Gnade und Gnade habe ich gefunden. Dr. Berserker wirft ein als Idee, das hatten wir auch schon mal diskutiert, ob wir uns eine Stadt suchen wollen auf einer Insel, wo im Moment keine Zombies sind und kein Fog of War, für als Lebenszusicherung, falls alles in Bach untergeht und die Zombie-Kalypse kommt. Können wir machen, ist im Augenblick, sieht es ja gut aus, ne? Aber wäre immer eine Möglichkeit. Bei der Diplomatie gibt es zwei Arten von Problemen, kleine und große. Die kleinen lösen sich irgendwann von selbst und die großen lassen sich nicht lösen. Diplomatischer Dienst, weitere Casus Belli möglich, wir können Botschaften errichten, das sollten wir auch machen. Da sind alle uns noch lieber zu uns und Botschaftskanzleien, ein Gebäude auf dem Diplomatieviertel, das wir bauen können, noch haben wir es nicht. Und Karten, die wir... Ja, das ist spannend. Wechselbanken. Handelswege zu Verbündeten oder Vasallenstadtstaaten, also zu Stadtstaaten, wo wir souverän sind, oder zu Alliierten, geben für beide Städte +2 Nahrung und +2 Produktion. Davon haben wir mehrere. Das ist sehr interessant und die Allianzpunkte steigen auch. Das fände ich cool. Ich glaube, das machen wir. Bevor wir das hier jetzt allerdings ändern, das ist die hier, da winken auch Diplomatie-Siegpunkte. 2 laufen jetzt hier. Gehen wir erstmal hin und geben die Eisenvorräte aus, um nochmal Einheiten zu verbessern. Und zwar den hier und den hier oben. Wird gefeuert, bitte. Niki fragt, ob die Zombies bis zum Geht nicht mehr geboostet werden durch die Kämpfe oder ob es da ein Limit gibt. Weiß ich nicht. Weiß das jemand im Chat? Kann jemand die Frage von Niki beantworten? Ich weiß es nicht. Würde mich auch interessieren. Im Chat wird das Lied angestimmt über einen Zombie im Weizenfeld. Ein weit bekannter, düsterer Schlager. In der Gothic-Schlagerszene in Nissabul. Einmal feuern, bitte.
Und er würde ihn sofort platt machen. Alternativ könnten wir uns hier noch ein paar XP holen. Das machen wir auch. So, das haben wir geschafft. Ein weiterer punkteorientierter Wettkampf. Barbaren nähern sich. Hier brauchen wir mehr Wohnraum und können einmal feuern. Aber weiter vorrücken wollen die Herrschaften nicht. Deshalb bleiben wir hier schön brav drin stehen. Mehr Wohnraum wird hier benötigt. Das lassen wir so, wie es ist. Und ihn hier ziehen wir hier runter. Dann gehen wir in die nächste Forschung rein und wollen Richtung Kartografie, um unseren Nau bauen zu können. Unsere Spezialeinheit, mit der wir dann Fetorias bauen können, vor Ort bei den Städten, zu denen wir Handelsrouten hinschicken, im Ausland. Das gibt uns ordentlich Unterstützung. Wir beginnen mal mit dem Stützpfeiler. Das ist mir auch wichtiger als alles andere. Diplomatischer Dienst, nächster Schritt. Humanismus. Da können wir die nicht vorhandenen Theaterplätze aufwerten. Mehr Fortbewegung, Logistik. Freibeuter, Lager, Modernisierung, Jagdlager, geben mehr Produktion und mehr Nahrung und Sägewerke auf Regenwald. Da will ich unbedingt hin. Altert einen großen Künstler, würde er hier in Booster ein großer Händler. Wie sieht es bei beiden aus? Großer Künstler, null. Wir haben keinen einen Theaterplatz, nix. Großer Ingenieur, auch nicht. Da sind wir echt mau. Könnten wir die kaufen? Ja, können wir, aber wofür? Kostet wahnsinnig viel, machen wir nicht. Taj Mahal, Jim Rayner, ist ein guter Hinweis. Kann man hier bauen, das Weltwunder Taj Mahal, was einem bei den Zeitalterpunkten so dramatisch hilft. Das ist auch ein guter Hinweis, ja. Die Fetorias können nicht geplündert werden. Krieg. So steht es zumindest in der Zivilopädie, dass sie nicht geplündert werden kann. Das war der Wohnraum. Ja, läuft. Ganz gut. Jetzt machen wir noch gleich ein Gespräch mit Peter, mit Fusellini, dem anderen Peter. Sind ja zwei im Spiel. Dann haben wir noch einen guten Freund weiter. Dann liebt uns nicht nur die halbe Welt, dann liebt uns fast schon die ganze. Ja.